Jo, guten Morgen. Jetzt ist 7 Uhr in der Früh. Bin da in Bruck an der Mur. Und fahr jetzt an nach Wien heute. Hoffentlich. Jo. Ich habe jetzt einmal alles zusammengepackt und jetzt geht es einmal da wieder zu der Mur. Und dann melde ich mich nochmal. Ja, jetzt haben wir Bruck an der Mur verlassen und somit auch die Mur, weil die fließt weiter Richtung Graz, da oben, Slowenien, Kroatien, Ungarn. Da mündet sie in die Drau. Die fahr jetzt da der Mürz entlang, das ist der nächste Fluss. Die Mürz begleitet mich bis Mürzzuschlag und dann geht es am Semmering auf. So, dann fahren wir mal los, oder weiter zumindest. So, jetzt bin ich in Kindberg. Ja, es geht halt immer so aufwärts, auf und ab. Also es ist schon recht warm heute. Das Wetter ist perfekt. Windstill, ein paar Wolken. Fahren wir weiter. So, jetzt bin ich da zwischen Kindberg und Wartberg. Da ist ein kleiner Rastplatz. Da werde ich jetzt einmal was frühstücken, nicht? Ein Bier und ein Chick, damit was weitergeht. Ja, ein Radler gibt's. Mit meiner bewährten. Ich bin ganz stolz. Getränke heute halt darum. Ja, also übrigens zu meinen Radeln.
Was haben wir alles da drauf auf dem Cockpit? Klingel, Tacho, Navi, Getränke halt. Dann jeden Tag ein Zettel, wo ich hinfahre. Jedes Dorf, wie weit es vom nächsten Dorf zum nächsten ist, was es dort ein Besonderes gibt. Höhenmeter. Und ganz wichtig. Ja, die Hupen habe ich schon aufgebraucht, wenn die Leute ehrlich sind. Oder ratschen, nachher sie die nicht kommen. Da einmal hupen, nachher springen sie alle, das wird frisch. So, nachher Mahlzeit. Bin ich in Mürzzuschlag. Es geht ein bisschen Gegenwind, aber nicht schlimm. Und es ist ein bisschen bewölkt, aber noch ziemlich trocken und ziemlich warm. Also gute Bedingungen. Ich fahre jetzt auf, jetzt geht es nach Spital am Semmering und dann am Semmering und ich melde mich wieder. Es regnet. So, jetzt regnet es ein bisschen mehr, jetzt warten wir mal ab. Ja, wird sich wohl ausgehen mit der Zeit. Heute ist nicht so schlimm, dass ich später ankomme. Hier hinten schaut schon wieder heller aus. Ich bin optimistisch. Passt, weiter geht's.
So, jetzt bin ich kurz vor Breitenau. Und dann kommt der Fernwald von der Maria Theresia zwischen Neunkirchen und Wiener Neustadt. Und da fahre ich dann irgendwie durch. Ich hoffe, dass man da durchkommt, so wie ich das geplant habe. Aber ich glaube schon, sonst wird es das mitkriegen. Ja, das Wetter ist wieder gut, Wolken sind nicht schön. Und weit weg. Der Regen ist vorbei dabei einmal. Ja, jetzt fahre ich mal weiter und melde mich wieder. Jetzt bin ich einen schönen Umweg gefahren. Der Fernwald war zugesperrt. Da, wo ich durchfahren wollte, das war ein ganz grausiger Weg. Also nur Erden. Da habe ich dann gelassen und dann bin ich auf die Seite nachher gefahren. Und da muss man da ziemlich Hocken schlagen. Die blende sie ein. Das heißt, ich bin jetzt immer noch nicht in Wiener Neustadt. Aber ich sehe es schon. Los geht's. Ich bin jetzt zwischen Mündendorf und Himberg und das zirkt sich, aber 30 Kilometer noch, sagt der GPS. 30 Kilometer noch, dann bin ich bei meinem Ferienziel, bei meinem ersten. Ich habe euch noch nicht einmal gesagt, wo ich überhaupt hinfahre. Also, dann werden wir das auch noch geschmiert erledigen. Also grob gesagt möchte ich nach den Pfingsten jetzt, weil zwei Tage bleibe ich jetzt in Wien, möchte ich auffahren über Tschechien, Polen, dann so der Grenze entlang ins Riesengebirge. Und dort zur Quelle von der Elbe und dann möchte ich der Elbe entlang fahren bis Cuxhaven. Und dann muss ich schauen, dass ich wieder irgendwie heimkomme. Aber für das habe ich auch einen Plan, falls ich dorthin komme überhaupt. Gut, nachher. Schauen wir, dass wir heute einmal ankommen. Weiter geht's. Das ist der Hafen Alban. Jetzt ist es nicht mehr weit bis Wien. So 2-3 Kilometer nachher, oder ungefähr, nachher bin ich beim Donaukanal. Dann sind es noch so 10, 15 bis zum Quartier. Ja, ich melde mich nochmal. Falls ich mich nicht mehr melde, dann ist es finster geworden.
Boah, da drin in der Stadt ist ja Licht. So, weiter geht's. So, ich hab's geschafft. Jetzt ist 9:30 Uhr. Wieder ein bisschen späte Ankunft. Ja, es sind 193 Kilometer gewesen und knapp 1000 Höhenmeter. Aber ja, war schon anstrengend. So, jetzt habe ich 2 Tage Pfingsten frei beim Freund und dann am Dienstag fahre ich wieder weiter. Da geht es dann nach Tschechien, aber bin mir sicher, dass ich euch mitnehme. So, jetzt gehe ich schlafen, jetzt bin ich mit, jetzt ist genug für heute. Also, wir sehen uns. Und am Dienstag in der Früh geht's weiter. Gute Nacht, schöne Pfingsten.